Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um relative Automation. Was das genau ist und wie man das anwendet, das zeige ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, ich habe hier einen kleinen Clip und dieser Clip spielt nicht wirklich viel. Einfach nur das hier. So, und ich will jetzt einfach, das ist der Search Synthesizer, und ich möchte jetzt einfach, während der Clip spielt, eine Automation über den Cutoff hier einzeichnen. Und da sage ich einfach Add Automation Lane. Und wenn ich das hier dann aufmache, dann sehe ich hier Filter Cutoff, und jetzt könnte ich einfach den Filter von hier unten bis danach, oder machen wir es einfach mal nochmal die ersten Noten, sagen wir mal bis 50% auf. Und dann läuft dieser Filter, dieser Parameter einfach hier hoch. Das sehen wir jetzt hier. So, und ein Nachteil an der ganzen Geschichte ist, das ist eine absolute Automation. Das heißt, wenn ich jetzt hier während diese Automation abläuft, an dem Regler hier rumdrehe oder hier rumdrehe, dann kriege ich hier dieses Automation Stop Symbol und die Automation hört auf. Ich kann jetzt zwar jetzt irgendwie weiter drehen und machen und tun, aber die Automation ist jetzt quasi gestoppt. So, und jetzt möchte ich aber zum Beispiel diese Automation, die ich hier habe, mit dem Regler hier relativ verändern können. Und da gibt es, das hatte ich lange Zeit übersehen, die Möglichkeit, machen wir das hier wieder alles an, die Möglichkeit über den Automation Editor zu gehen. Und zwar, jetzt muss ich selber gerade mal gucken, weil ich normalerweise immer, genau hier ist es. Wenn ich hier auf den Clip gehe und dann hier unten auf Automation Editor Panel, das ist bei mir das A, drauf gehe, dann kann ich hier, zum Beispiel wenn ich das jetzt hier einzeichnen würde, kann ich jetzt hier die Automation einzeichnen. So, mache hier gerade mal den Search zu und dann sehe ich auch hier die Automation eingezeichnet. So, das ist jetzt aber wieder diese absolute Automation, wo ich dann bei dir echt dann später den Regler nicht mehr verändern kann. Und jetzt habe ich hier an der Stelle, da hat mich der Jürgen Moosgraber in einem Kommentar bei einem Video draufgebracht, zu dem Clap-Video, dass ich hier ja verschiedene Automationstypen habe. So, und ich kann jetzt einfach sagen, okay, die Automation will ich nicht, die lösche ich mir jetzt einfach wieder raus, weil das ist ja nicht das, was ich möchte. Und ich kann jetzt hier auswählen, das ist hier die absolute Automation. Da ist so ein Plus, wenn ich das hier mal so vergrößere. Das ist hier ein Plus und das heißt, diese Automation wird auf die aktuelle Stellung des Parameters hinzuaddiert. Also addiert kann auch sein negative Werte zum Beispiel, je nachdem. Und dann habe ich noch zusätzlich, da wird diese Einstellung, die ich habe, multipliziert. Das heißt, die Veränderung oder die Automationskurve her ist nochmal, wirkt sich nochmal extremer auf den Parameter aus. Das heißt, was ich hier jetzt mache, ich wähle hier das Plus aus. Gucke hier, dass ich immer noch diesen Filter-Cutoff habe und der Filter fängt ja ganz unten an. Dann mache ich hier mal so einen Punkt hin und ja, mache das jetzt einfach mal, mache jetzt einfach mal wilde Automation oder mehr oder minder wilde Automation dahin. So, das ist jetzt quasi wie eine Modulation. Ich mache das jetzt einfach mal hier so querbeet und dann gehe ich hier mal ganz hoch und hier dann ganz zum Schluss vielleicht ganz runter, so, und hier nochmal so ein kleiner Aufmüpfer quasi. So, jetzt habe ich, und das sieht man hier schon, hier habe ich jetzt immer noch Automation drin, die möchte ich gar nicht. So, ich habe jetzt hier, sieht man, in so ein bisschen schattiert, diese Automation im Hintergrund, die kommen dadurch, dass ich die Automationstyp hier in die relative, also in die plus die aktuelle
plus die aktuelle Lage des Surge Synthesizers, wenn ich mir den nochmal hier angucke. Ich habe ja hier den Cutoff hier geregelt und wenn ich das jetzt hier runter mache, sehe ich auch, dass diese Modulation, diese Automation, Entschuldigung, diese Automation, je nachdem wie ich den Regler verschiebe, hoch oder runter geht. Das heißt, das ist eine relative Modulation. Und wenn ich das jetzt hier abspiele, wenn ich das jetzt hier hochschiebe, stoppt mir die Automation nicht, sondern sie läuft einfach weiter. Und so kann ich eben auf eine So kann ich eben eine relative Automation in einfach einen Clip einzeichnen, indem dass ich hier auf den Clip drauf gehe und dann den Automationsdetaileditor auswähle. Und ich kann natürlich das Ganze auch nochmal multiplizieren. Gerade mal schauen, das habe ich vorhin gar nicht ausprobiert. Wenn ich das jetzt hier kopiere mit Steuerung C, ob ich das dann hier auch wieder einfügen kann. Ja, das geht auch. So, jetzt habe ich nochmal zusätzlich eine Multiplikation zu der aktuellen Sache. Und dann schauen wir mal, wie sich das jetzt hier auswirkt. Machen wir das hier mal größer, bildschirmfüllend. Mal gucken. Nehmen wir den hier rein, darunter. Und dann lassen wir das mal laufen. Das heißt, ich habe jetzt mehrfache Automation. Dadurch, dass ich einmal eine additive habe, sage ich jetzt mal hier so, und eine multiplikative, relative Automation an der Stelle. Ich kann natürlich die additive hier löschen, dann sieht das hier wieder so ein bisschen anders aus. Dann hört sich wieder ein bisschen anders an. Und das ist doch einfach eine super Angelegenheit, womit ich dann einfach sagen kann, okay, ich baue hier jetzt eine Automation rein und später ich mir, es ist ein bisschen höher, könnte es sein. Ich habe das bisher immer so gelöst, wenn ich hier so eine absolute eingemalt habe. Da kann ich mit der absoluten auch nochmal hier die relative beeinflussen. Bin ich eigentlich immer hingegangen, habe das alles markiert. Und bin dann hier mit der Einstellung weitergegangen. Kann man schön hüpfen lassen. Das ist eine schöne Angelegenheit. Vom Workflow könnte ich mir vorstellen, dass man das noch effizienter lösen könnte. Das ist jetzt aber wirklich Jammern auf allerhöchstem Niveau. Ansonsten sind das wirklich geniale Tools, womit die Automation ganz toll erweitert werden können. Das wollte ich euch nur zeigen. Vielen Dank an Jürgen Moosgraber für den kleinen Tipp. Das hatte ich komplett übersehen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann abonniert den Kanal, kommentiert die Videos, liked die Videos, teilt die Videos, bringt die Videos hinaus in die Welt und abonniert auch Jürgens Kanal, falls ihr das eh nicht schon gemacht habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt gesund. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.